Und was befindet sich hinter Goethe und Schiller? Ich würde mal sagen, das Nationaltheater. Offensichtlich ein Baumstumpf. Wir haben mal Goethe und Schiller mal von hinten. Weimar, eine kleine Stadt mit vielen Facetten von großer Geschichte. Geht das auch mit einem Wohnmobil? Wir haben es ausprobiert und freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Wir sind heute in Weimar. Stellplatz Hermann Prillplatz nennt sich das. Im Grunde genommen ein Parkplatz, extra abgeteilt für Wohnmobile. Ich schätze mal so 30, die hier so hinpassen. Camping und solche Sachen gibt es natürlich nicht, aber man will ja die Stadt besuchen. 12 Euro kostet es für 24 Stunden, bezahlt wird am Parkscheinautomaten. Wir haben auch eine Entsorgungsstation, die sehen wir gleich schon. Und ansonsten gibt wohl Strom, aber nicht so viele Anschlüsse, wie Stellplätze möglich sind. Es gibt wohl 8 Stromanschlüsse, bei 30 Stellplätzen ziemlich wenig und kostet für 6 Stunden Strom, zahlt man 2 Euro. Der Platz liegt direkt am Stadtring. Auf der einen Seite ist das Viemaria-Stadion und auf der anderen Seite ist das Schwanseebad, das Freibad der Stadt mit Schwimmhalle. Man kann hier ganz gut zu Fuß in die Innenstadt gehen. Der Platz ist gepflastert und einigermaßen eben. Ich denke, dass die Straße nachts ruhig ist. Tagsüber ist er natürlich zu hören. Man ist ja mitten in der Stadt. Es fällt auch ein Bus direkt vorm Stellplatz. Hier haben wir dann die Zufahrtssperre. Ich weiß es nicht, ob das Blockade ist für Busse oder irgendwelche anderen Dinge. Ja, die Müllentsorgung ist dort, aber die könnte mal wieder entsorgt werden. Das habe ich auch schon im Stellplatzradar gelesen, dass das immer wieder ein Kritikpunkt ist, dass der Platz schlecht gepflegt ist. Hier ist dann der zentrale Parkscheinautomat. Er geht mit Bargeld und auch mit allen gängigen Kreditkarten und EC-Karten und Debitkarten. Am Platz ist auch noch eine Pizzeria. Hier haben wir dann das Bauhausmuseum in seiner vollen Schönheit. Also Weimar ist eine kleine Stadt, hier hat man alles in 5 bis 10 Minuten zu Fuß erledigt. Aber es gibt auch einen Stadtverkehr mit Buslinien. Der Kasseturm, ein Stück von der alten Stadtbefestigung und seit vielen, vielen Jahren ein Studentenclub. Daneben das Kulturzentrum Manami. War immer schon die letzten Jahre, auch der DDR, letzten Jahrzehnte, ein Kulturhaus. Wenn man in Weimar in die Innenstadt geht, um einzukaufen, geht man gern in die Schillerstraße. Viele Jahrzehnte schon Fußgängerzone. Ich habe sie als Kind noch als normale Straße kennengelernt. Da sind wir am ehemaligen Schillers Wohnhaus, heute Museum, in der Schillerstraße. Und hier geht es nochmal zurück zum Theaterplatz. Samstag ist immer Wochenmarkt vorm Rathaus auf dem Marktplatz und gut besucht. Überall in der Stadt kostet die Bratwurst 3,50 Euro. Auf dem Marktplatz kostet sie 4 Euro und schmeckt auch nicht besser. Da sind wir hier am Stadtschloss. Das ist aber zurzeit, glaube ich, unter Sanierung und deswegen kann man da nicht wirklich rein. Ansonsten beherbergt es auch eine Gemäldegalerie, Alte Meister, ein bisschen in die Moderne. Ein Café mit einem gewissen Kultstatus, das ist Café Resi, das Residenzcafé.
haben wir die Anna-Amalia-Bibliothek und das Gebäude mit Karl August, ihr Großherzog davor. Heute beherbergt das Gebäude die Musikhochschule oder Teile der Musikhochschule Franz Liszt. Bibliothek kann man besuchen, aber es lohnt wohl, glaube ich, zu reservieren. Ansonsten trifft man auf das Schild heute bereits ausgebucht. Das ist jetzt die Weltzeituhr. Die gibt es nicht nur in Berlin. Eine etwas kleinere Ausgabe hat Weimar schon einige Jahrzehnte. Es verabschieden sich wie immer ganz herzlich Aloysia und Joachim.